Hier legen zwei Affengangs eine ganze Stadt lahm. Die Stadt Lopburi hat ein tierisches Problem. Rivalisierende Affenbanden verängstigen die Bewohner. Die Tiere brechen sogar in Häuser ein, auf der Suche nach Futter. Mitten am Tag geraten die Affen aneinander, legen lautstark den Verkehr lahm. Schuld an der ganzen Misere? Die Corona-Pandemie. In der Stadt in Zentral-Thailand gibt es eine große Population wilder Affen. Lopburi ist sogar bekannt für die Affen. Einmal im Jahr gibt es dort ein großes Festival zu Ehren der Tiere. Diese leben in den Tempelruinen und wurden bisher von Touristen und Einheimischen verehrt und vor allem gefüttert. Mit Beginn der Corona-Pandemie sind die Touristen nun ausgeblieben. Das Futter von den Einheimischen reicht nicht aus. Die Tiere hungern und machen sich immer aggressiver auf die Suche nach Nahrung. Zwar hat die Stadt versucht, mit Massensterilisationen die Zahl der Affen zu dezimieren, doch bis ein Erfolg zu sehen ist, wird es noch eine ganze Weile dauern. Der Kampf um die Nahrung soll von den Affen so verzweifelt geführt werden, dass sogar Bewohner aus ihren Häusern fliehen mussten. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.